könnt ihr euch abschminken, Leute. Ich finde das Alien Body Kit so hässlich. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ich ein Body Kit dran machen soll. Oder hab... Nee, ich glaube, ich wechsle die gerade. Also ich mag... Ich mag das große... die große Frontschuhstange, die halt fast bis zum Boden reicht. Die mag ich nicht. Das glaube ich, das ist, glaube ich, die Alien. X-Flow mag ich, die halt so ein bisschen bullig wirkt. Die mag ich wirklich gut. Nee, die können wir von mir aus ganz gerne dran machen. Busch. Oder auch slash break slash hands up. So, jetzt habt ihr mal eine Controller. Direkt mit der MP5 kommt er her. So. Und dann hier Scheine. Jawohl. Ich habe eh nichts dabei außer Essen. Hab ich doch schon. Accept Test. Hab nichts geraucht. Danke auch. Ich muss noch das aufmachen. So. Lock 3. Rake. Ja, kannst die Sirene wieder ausmachen. Ich habe sie gescheckt, dass du von der Bullerei bist. Parken ist nicht so meine Stärke. Vor allem muss hier tierisch aufpassen, weil halt die Beschleunigung so übelst ist von der Karre. Einmal kurz zu viel aufs Pedal drücken und man ist halt in der Wand. Ja, mitten. Netter Versuch. Ich bin kein Anfänger, Kollege. So, ich bin hier schon Level 50, hab ein bisschen gesuchtet. Ich zeige euch mal den Tanker, Gefahrengut, Zeitfahren, bam. Hier verdient ihr, wenn ihr es denn schafft, 375 Dollar. Was eine ordentliche Summe ist, finde ich. Und ihr seht, erst nachdem ihr den Hänger angekoppelt habt, wann, wo ihr hin müsst. Ihr seht nicht auf der Map, ihr seht nur auf der großen, also auf der Minimap, ihr seht nur auf der großen Map. Wir müssen jetzt nach LV fahren. Müssen nach LV fahren. Was ist das für ein Ding jetzt auf? Hä? Das ist so eine Fahne, für ein, so wie ein Rennen eigentlich. Bei Gefahrengut dürft ihr halt einfach nicht das Fahrzeug beschädigen. Ihr dürft sehr wohl euren... Also, der Anhänger darf gerammt werden. Nur eure Zugmaschine dürft ihr halt nicht nicht groß beschädigen. Und ihr dürft den Hänger nicht verlieren. Dann habt ihr sowieso verloren. Bei allen, nicht nur bei Gefahrengut. Bei Zeitfahren habt ihr halt unten ein Zeitlimit. Was meistens ziemlich gut einhaltbar ist. Also mit dem hier kommt ihr, wenn ihr anständig fährt, eigentlich überall hin. Von der Zeit her ist es kein Problem. Ihr müsst nicht wirklich raudimäßig fahren, aber ihr müsst ein bisschen halt Gas geben. Ne? Es gibt einen Lastwagen, da schafft ihr fast nichts. Also wenn ihr über den Berg müsst, da beim East Tunnel in SF, kann ich euch nachher den Laster zeigen, der einfach nicht geht. Dem habt ihr da keine Chance. Alles, was ihr über den East Tunnel bringen müsst, dann habt ihr verloren. Weil er einfach zu wenig Power hat. Mit dem hier könnt ihr mit 80 den Berg hochfahren. Der andere Laster kriegt mit 40 da hoch. Ist einfach zu lahm. Die Aufgaben wären machbar, aber ist halt zu langsam im Beschleunigen. Hier verdient man richtig gut. Mir hat zwar jemand gesagt, hier der Bauarbeiterjob ist besser. Werde ich euch auch gleich noch zeigen. Ihr müsst einfach hier das Driften vom Anhänger in den Griff kriegen. Nicht groß beachten, einfach weiterfahren und gucken, dass ihr keinen 90-Grad-Winkel habt. Weil wenn ihr einen 91-Grad-Winkel habt vom Hänger, ist der Hänger weg. Und da wird was versteigert.
Wo ist mein Hexboiler? Wo ist mein Hexboiler? Lock 3. Mein Hexboiler ist weg. Machen wir ihn kurz wieder dran. Technobase können wir noch anmachen. Falschen Felgen? Vielleicht? Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass das Tuning von einem anderen Wagen übernommen worden ist. Ups. Spoiler Alien kaufen. So, jetzt gucke ich mal, welche das mir gefällt und welche nicht. Frontstoßstange Alien. Die Alien gefällt mir nicht. Die X-Flow Stoßstange können wir meinetwegen dran machen, aber nicht die Alien. Nein, Schnauze! Schnauze halten, fu, 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 fu. Muss hier drüber quatschen, muss hier drüber quatschen. Bla, 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 bla. Switch, ja, bitte, 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 bitte. Gib her. Und übernehmen. Und. Nein, warte, hier müssen wir noch so LED-Lichter machen. Das sieht viel cooler aus. Aha, interessant. Das ist ganz toll, dass Audi hier eine Aktion anbietet. Kollege, ich habe keine Lackierung dran gemacht. Lack. Das kaufen, schließen. Hat's geklappt? Ja, sehr gut. Das ist die Army. Dürfen wir durch? Ich glaube, das heißt nein. Da versucht jemand einen Infi abzugreifen und das vor der Army. Der ist aber wirklich dumm. Ja, das sieht so ein bisschen LED-mäßig aus. So. Das mache ich immer so. Nicht wundern. Können wir die Techno-Base wieder anmachen? Ich werde den wahrscheinlich offscreen ein bisschen tunen. Wenn ich die Kohle zusammen habe, werde ich erstmal ein Benzinersparnis reinkloppen. Damit einfach weniger Spritverbrauch da ist, wenn ich zum Job fahre. Ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, den hier zu leveln. Das ist eigentlich dumm, dass ich mit dem Wohnmobil da mich platziert habe, wo ich jetzt mich platziert habe. Hm. Mal gucken, vielleicht sehen wir nächstes Mal nochmal um. Fail. Mal gucken. Aber erst müsste ich hier einen gescheiten Platz finden. Den Platz, den wir jetzt haben, ist mir eigentlich erst spontan eingefallen. Hoppala. Oh, da fliegt jemand. Eigentlich wollte ich erst da an Baggersee, aber da ich gesehen habe, dass schon ein paar Leute sind, habe ich mich dann umentschieden. Dass ich da nicht hin will. Ja, weil ich will halt möglichst alleine wohnen. Ich wäre euch auch ganz froh, ganz dankbar, wenn ihr wenn ihr nicht dorthin ziehen würdet, wo ich wohne. Also ist nur eine Bitte. Ich kann euch nicht dazu zwingen. Ich kann euch nicht zwingen, euch, dass ihr nicht dort wohnt. Ich kann es euch nicht verbieten. Ich kann euch nur dran. Ich kann euch nur bitten, nicht am direkt gleichen Ort wohnen. Ihr könnt gerne am See wohnen. Habe ich gar nichts gegen. Gerne bei mir in der Nähe. Aber bitte lasst das Haus. Ich wäre einfach froh. Ich kann es nicht verbieten, wie gesagt. Aber ich kann euch bitten. Ich kann euch mal bitten, ne? Kostet ja nichts.
Der hier sieht auch ganz cool aus. Der Wagen kostet übrigens nur 1500. Könnt ihr euch in LS kaufen. Im alten Hotel. Wenn jemand weiß, was es ist. Ja. Dann machen wir mal den Dingens hier. Ich glaube, wir haben letztes Mal nur den normalen Wärter, der halt die Anlagen wartet, gezeigt. Jetzt fahren wir mal den Dozer. Dozer. Der macht nicht wirklich so viel Spaß, aber man muss sich hochleveln, dass man hier wirklich was verdient. Wir sind jetzt Level 150 oder so. Und Level 250 müssen wir sein, damit wir den Zementmischer fahren können. Mit dem Zementmischer verdient man dann, so viel ich gehört habe, $750 pro Fahrt. Das ist ziemlich genau das Doppelte, was ich als Transporter verdiene. Und ja, das ist halt die Sache. Ich werde wahrscheinlich hier ein bisschen so arbeiten. Ich werde bis zum nächsten Mal wieder ordentlich Asche arbeiten. YOLO! Swag! Purzelbaum fehlgeschlagen. Komm, rutsch, 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 rutsch. Echt jetzt? Nein. Der ist ein Meter vorm Abgrund, ne? Ist er liegen geblieben. Was versteigen die überhaupt? Der Ballet. Ein Ballet für 100.000. Nicht allzu viel, ne? Für, der das nicht weiß, der Ballet, das ist der. Der Dingens, der Ford GT-Verschnitt. Ziemlich wenig für $100.000, ne? Aber pff, juckt mich nicht. Na, pff, das war knapp. Hier verdient man pro Checkpoint irgendwie $45. Nicht allzu viel, aber man verdient halt danach mit dem Zementmischer einiges. Und ich glaube, mit dem muss man dann auch eine Weile fahren. Ich hoffe nicht immer an gleichem Punkt, weil das wäre ziemlich ätzend. Aber da ich die... Nicht wirklich jetzt? Da ich die Zementmischer immer am gleichen Ort finde, denke ich, es ist immer der gleiche Ort. Zementmischerfahrer haben den Ruf, dass sie ziemlich assi fahren. Weil sie mit ihren Zementmischern einfach alles wegbomben können. Nur, der Scheiß ist, wenn so ein Ding auf dem Kopf liegt, rollt er nicht weiter. Ziemlich untypisch eigentlich für einen runden Zementmischer. Aber er rollt nicht. Wenn er auf dem Dach ist, dann ist er auf dem Dach. Hinten. Ich sagte per SMS, das auch nicht per Mail at Pizza. Yay, da heißt jemand Pizza oder was? Dann nehmen wir hier den Punkt mal mit und da oben. In Ernst? Ach, da. Dann ist das in Ordnung. Oh, man kriegt einen 50 Dollar Bonus für 10 Checkpoints. Das ist aber nice. Was ich auch nice finde, man wird für Waffen, Cheats und so nur gekickt. Nicht direkt gebannt. Klar, dass wenn man auf einem anderen Server halt die Cheats benutzt und dann hier vergisst, die Cheats auszumachen oder die Hacks, dass man da halt dann nicht nur gekickt wird. Das finde ich wirklich gut. Wenn man es allerdings dann mehrfach macht, dann ist eigentlich anzunehmen, dass man es halt absichtlich macht. Und dann, finde ich, wäre ein Bann ganz sinnvoll. Das muss das System dann halt einfach selbst erkennen. Wünscht euch noch einen schönen Tag. Noch einen Tag. Ja, ich hoffe, wir werden noch einen Tag haben. Das ist jetzt Fail. Wünscht euch noch einen Tag.
Also, du wünschst uns nur noch einen Tag. Das heißt, Donnerstag ist, geht die Welt unter. Wir haben heute Dienstag. Der 11. Februar. Macht euch drauf gefasst. Das Video wird nicht mehr hochkommen bis dann. Scheiße. Naja. Vielleicht schon. Nein. Nein. Was laber ich? Noch ein Tag. Das ist echt das Beste. Das ist das Beste, Alter. Die verschreiben sich nicht viel, aber wenn sie sich verschreiben, dann ist was zu lachen. Noch ein Tag. Ich glaub's nicht. Naja. Hätte auch mir passieren können, so ein Fehler. Nein, 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 nein. Nicht kippen. Rinderfahren. Bitte. Ich fahre jetzt noch bis zum nächsten 50 $ Bonus. Die Lenkung von dem Ding ist für den Arsch. Ne? Weißt du was? Kein Bock. Jump. Jump. Yahusa. Bam. Hat gepasst. Gib mir zwar zieht mir zwei Leben ab, weil... Naja, das Ding ist offen und ich habe keinen Sicherheitsgurt an. Nehme ich jetzt mal an. Das mit so einem Bulldozer halt...